Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ich probiere jetzt gerade mal ein bisschen rum, was ich so an Designs machen kann, beziehungsweise ob ich wirklich bei dem alten bleiben soll oder eben dieses neue hier anwenden soll. Ich werde jetzt quasi, wenn ich ein Video vorstelle und die Komponenten einzeln einblenden und direkt den Preis dazu sagen, dann haben wir das alles ein bisschen schneller durch. Ich werde natürlich auch weiterhin erläutern. Und hinterlasst mir mal bitte einen Kommentar, ob euch das dann so gefällt oder wir doch lieber wieder auf die alte Schiene gehen sollen. Nur ich denke immer, man sollte sich vielleicht ein bisschen ausprobieren. Der Kanal ist ja noch relativ jung und ich denke, das ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit. Vor allen Dingen, ich habe eine einigermaßen gescheite Kamera, so kann ich dann halt auch ausprobieren, ob das qualitativ gut passt. Jetzt möchte ich aber erstmal zu einem Thema kommen, zu meinen beiden letzten Videos. Die sind ein bisschen eskaliert, muss ich dazu sagen. Also es ist halt so, ich habe über diese beiden Medions, den X10 und X20, ein Video gemacht und die Kommentare darunter reißen nicht ab. Die einen schreiben zu viel Hitzeaufbau im Gehäuse, zu viel Wärme, das System taktet runter. Wieder andere schreiben sehr positive Kommentare, das System kaufe ich mir, ich probiere es mal aus. Und wiederum gibt es dann sogar Tippkommentare von euch, wo ihr mir dann sagt, hey, hör mal die UVP der Grafikkarte. Und andere Sachen, die stimmen hier nicht so ganz, das könntest du vielleicht das nächste Mal besser machen. Und da ich ja wirklich noch ganz am Anfang stehe, bin ich für Kritik natürlich auch immer offen, auch wenn ich irgendwann größer werde und werde das natürlich in Zukunft ändern. Nicht jeder ist fehlerfrei, dementsprechend versuche ich es anzupassen und ich achte in Zukunft drauf. Sowas kann immer wieder passieren, es ist natürlich auch ein bisschen Aufwand, so ein YouTube-Video zu machen. Für euch sind es vielleicht nur 10 Minuten, für mich sind es über 3 Stunden Arbeit, was das ganze Cutten und so weiter angeht. Aber nichtsdestotrotz, was die Systeme angeht, zumindest jetzt bei dem Medion X10 ist es halt so, wenn ihr wirklich Temperaturprobleme kriegt, dann besorgt euch zum Beispiel eine Enamax Liquimax, eine 240er Variante, die passt auch ins Gehäuse. Und damit könnt ihr die Wärme eigentlich ganz gut abtransportieren. Dann habt ihr diese Probleme nicht mehr, sollten sie wirklich auftreten. Ich kann es mir gut vorstellen, weil irgendwo muss ja auch gespart werden bei diesem System. Dann tut euch selbst einen Gefallen, holt euch diese Enamax Liquimax, vielleicht klappt es ja damit ganz gut. Und wenn nicht, ihr habt ja immer 14 Tage Widerrufsrecht bei solchen Online-Artikeln, weil einfach das Fernabsatzgesetz das so vorsieht. Wenn ihr merkt, das System taugt nicht, dann schickt es wieder zurück. Ich kann nur von den technischen Daten ausgehen. Ich habe nur das, was auf dem Papier steht. Ich habe keine Möglichkeit, mir diese Systeme zu bestellen. Vor allen Dingen jetzt nicht die Medion-Teile, die sind auch noch nicht verfügbar. Und der Kanal ist auch noch nicht groß genug, dass ich jetzt sagen könnte, hey, schickt mir mal ein Sample, dann könnte ich vielleicht ein bisschen was damit noch reißen. Das wird aber vielleicht in Zukunft passieren, weil der Kanal, der wächst unglaublich. Guckt euch mal die Statistik bei Social Blade an. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so schnell geht mit den ganzen Abonnentenzahlen. Und das kommt euch zugute und mir natürlich auch, weil ich dann eben, wie gesagt, diese Möglichkeit habe, die Systeme zu bestellen, beziehungsweise diese Sample zu kriegen und euch dann wirklich genau zu sagen, wie die aufgebaut sind. Jetzt gerade habe ich natürlich nicht alle 2 Tage 1.400 € rumliegen, um mir so einen PC fertig zu machen. Also seid da ein bisschen nachsichtig, wenn ihr Infos noch weitere habt, durch irgendwelche Testberichte oder ähnlichen, immer schön in die Kommentare schreiben oder in den Discord. Apropos Discord, der Discord glüht. Es ist unfassbar, wie viele Leute da gerade unterwegs sind und die anderen, die helfen auch. Wir haben ja die Beraterrolle eingeführt und dann könnt ihr dementsprechend Berater sein, wenn ihr einigermaßen Ahnung von PCs habt und die Leute auch direkt beraten, wenn ich mal nicht kann. Ich arbeite ja auch im Schichtsystem, deswegen ist es ganz gut, wenn ich gerade arbeiten bin, dass andere dann halt auch helfen. Was mich auch noch positiv überrascht, ist die Tatsache, dass ich kaum Hate-Kommentare habe. Hier und da ist mal einer, aber es ist nicht so extrem wie in anderen Videos von anderen YouTubern. Kann auch sein, weil der Kanal noch ziemlich klein ist, klar, aber gerade bei Computer-Hardware und AMD und Intel-Lager, ihr kennt das Thema, ist es schon ziemlich heftig normalerweise, dass die Leute sich dann anfeinden. Das habe ich in meiner Community überhaupt nicht. Ich sage es auch schon mal vorab, wenn sowas vorkommen würde, würde ich die Kommentare natürlich auch löschen. Ich habe noch nie einen Kommentar gelöscht, aber sollte es mal vorkommen, werde ich sie auch löschen oder ich gehe vernünftig drauf ein, wenn es vernünftige Kritik ist. Wenn es natürlich nur so ein Gebäsche ist, das Ding ist kacke, das Ding ist kacke, ja, dann kann ich da auch nicht helfen. Wenn ich Kritik bekomme, die dann sagt, pass auf, das passt nicht, mach mal so und so und sag das deinen Zuschauern auch, dann mache ich das auch, wenn es berechtigt ist. Nun kommen wir aber zum System, und zwar ist das aktuelle Angebot, den wird es nicht so lange geben. Ich hatte schon mal jetzt einen Kommentar bekommen, dass gesagt worden ist, schön, dass du das nicht verlinkst. Doch, ich verlinke jedes System in meinen Videos. Wenn ich es mal vergesse, weist mich darauf hin, aber in dem Fall hatte ich es verlinkt. Es war nur nicht mehr verfügbar, weil der Artikel weg war. Er war einfach schnell vergriffen, beziehungsweise die Angebotszeit war ausgelaufen. Deswegen, wenn ihr dieses System haben wollt, seid einigermaßen schnell, wartet nicht zu lange, es kann sein, dass die Preise wieder hochgehen. Es geht um den Agando Fuego 5667RX für 1.499,90 €. Der ist aktuell im Angebot, ich verlinke ihn ja auch jetzt wieder unten im Video. Und wir schauen direkt, was drin ist und ob sich das lohnt.
Als Gehäuse haben wir einen Aerocool RGB Gaming Tower One Duo. Den gibt es so nicht zu kaufen, beziehungsweise den gibt es schon zu kaufen, aber unter einer anderen Bezeichnung. Und zwar ist das der Aero One Frost. Und der kostet 59,90 € bei Geizhals. Den packen wir so in den Warenkorb. Ist ein großes Gehäuse, hat vorne die drei Lüfter, hinten hat er auch noch einen Lüfter. Das heißt, für die Kühlung ist dementsprechend auch gesorgt. Und es passt auf jeden Fall mehr als genug rein. Ist jetzt nicht im Vergleich zum Lian Li. Dynamic O11 zum Beispiel, da ist es halt so, dass das Gehäuse ziemlich groß ist. Der ist Aerocool, ist halt ein ganz normales Gehäuse, wie es sich jeder unter den Tisch stellen kann. Und ich denke, damit kommt ihr einigermaßen klar. Als Netzteil haben wir das System Power B9 600 Watt von BeQuiet. Das kostet bei Geizhals 51,49 €. Das kennt ihr schon, das haben wir so ziemlich in jedem System drin. Ist ein gutes Netzteil, so zum Einstieg auf jeden Fall. Wenn ihr hinterher natürlich hergeht und ihr wollt in dieses System eine 3080 oder gar eine 3090 stecken, dann müsst ihr eventuell das Netzteil upgraden, zum Beispiel auf 800, 850 Watt. Das ist so die Richtung, wo man so sagt, okay, das sollte auf jeden Fall passen für die Grafikkarte. Als Mainboard haben wir das MSI B550M-Pro in der Wi-Fi-Variante, also ihr habt sogar WLAN mit dabei. Das kostet bei Geizhals 86,39 €. Ist jetzt ein Board, was nicht sonderlich gut ist, was die Erweiterungsmöglichkeiten angeht. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ich habe nämlich zu diesem System ein paar Optimierungen, dann wird es natürlich auch ein bisschen teurer. Aber wir gehen jetzt erstmal vom Grundsystem aus und ich finde dieses Board zum Einsteigen auf jeden Fall gut. Wenn ihr später erweitern wollt, habt ihr hier und da noch eine Möglichkeit, aber es ist jetzt nicht so gut, dass ich sagen würde, okay, das unterschreibe ich, das ist ein Top-Board, da kommt es auch in der Zukunft noch mit klar. So ist es nicht, aber für den Einstieg reicht es erstmal. Irgendwo müssen sie ja auch sparen. Als Prozessor haben wir einen Ryzen 5 5600 mit 6 Kernen und 12 Threads. Also ihr kriegt den als 12 Kerner bei euch bei Windows angezeigt. Das sind in Wirklichkeit auch 6 Kerne. Ist aber meistens so, bei den 8 Kernern habt ihr dann 16 Threads, bei den 12 Kernern habt ihr 24 Threads. Das ist quasi die Einsteigerklasse in der 5000er Serie. Reicht aber zum Zocken eigentlich aus. Ich habe den 5800 bei mir, aber auch nur, weil ich noch nebenbei streame und auch über den Prozessor dekodiere und encodiere über OBS. Ihr könnt das dann theoretisch über die Grafikkarte machen, da kommen wir gleich noch zu. Wenn ihr unbedingt streamen wollt, dann habt ihr auch nicht so diese Last auf dem Prozessor. Kostet 279 € bei Geizhals, packen wir so einen Warenkorb. Wie gesagt, zum Zocken total gut geeignet. Ja, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema RAM. Es sind 32 GB RAM, das ist schon eine ganze Menge. Man sieht, die Hersteller gehen langsam von dieser 16er Thematik runter und immer in diesen 32er Bereich. Jetzt gerade braucht ihr das vielleicht noch nicht, aber in Zukunft eventuell. Und dann müsst ihr nicht erweitern. Ihr habt die Möglichkeit zwar, aber müsst ihr nicht, weil 32 GB sollten eigentlich ausreichen. Problem an der ganzen Geschichte, beliebiger Hersteller. Und ich gebe euch Brief und Siegel, das wird der G-Skill Aegis sein. Da steht zwar auch Corsair Vengeance und ähnliches, aber es wird der Aegis sein. Belehrt mich eines Besseren, wenn ihr das System bestellt. Schaut mal rein, was drin ist, schreibt es in die Kommentare. Ich kann, wie gesagt, nur von den technischen Daten ausgehen. Und der G-Skill Aegis ist nun mal der günstigste, den man im Moment auf dem Markt kriegt. Klar, es gibt noch günstigere, aber die sind dann No-Name. Kostet 154,85 € und packen wir auch so in den Warenkorb bei Geizhals. Die Grafikkarte ist eine Radeon RX 6700 XT mit 12 GB. Das ist auf jeden Fall genug VRAM, damit ihr alle AAA-Titel-Spiele auf Full HD, wenn nicht sogar WQHD, mit mindestens 60 FPS spielen könnt. Überhaupt kein Problem. Problem ist einfach nur wieder beliebiger Hersteller. Wenn ihr jetzt auf eine andere Grafikkarte klickt aus der 6700er Serie, dann werdet ihr feststellen, dass Agando sagt, wir wissen nicht, wie die Lieferzeiten sind. Die nehmen also quasi das, was gerade da ist. Und genau so machen wir das auch. Wir suchen bei Geizhals einfach mal die Red Devil raus. Es gibt im Moment leider keine günstigeren bzw. andere Hersteller. Die werden dann wieder teurer. Wir versuchen ja immer so das Günstigste zu nehmen. Die Red Devil ist natürlich auch schon übertaktet ein Stückchen und hat eine gute Kühllösung. Also man hört eigentlich nur Gutes. Damit könnt ihr nichts falsch machen. Aber ich weiß nicht, ob Agando die verbaut. Es kann auch MSI sein, es kann Gigabyte sein. Aber die tun sich nichts. Der Chip ist immer derselbe. Die Kühllösung ist ein bisschen anders, die Anschlüsse sind eventuell anders, aber im Grunde her macht das nichts. Für 949 € packen wir das so in den Warenkorb. Dazu bekommen wir eine Kingston NV1 PCI Express SSD M.2. Die ist ein bisschen langsamer als die Crucial P1, die wir normalerweise immer nehmen, aber immerhin schreiben sie es dabei, was es für eine ist. Ist auch keine mit SATA angebunden, sondern wirklich PCI Express, also die ist schnell genug zum Zocken. Das merkt ihr höchstens, wenn ihr mal irgendwann Videos rendert und die verschiebt auf den Festplatten, dann merkt ihr den Geschwindigkeitsunterschied, als wäre da jetzt eine Samsung oder was ähnliches drin. Ansonsten ist das nicht der Rede wert. Kostet 89,40 € bei Geizhals, packen wir auch so in den Warenkorb. Als Kühler haben wir den BeQuiet Purox Slim. Der reicht theoretisch aus von der TDP. Ich glaube, der Prozessor hat eine 65 Watt TDP und der Lüfter hat 120 Watt TDP oder so. Es sollte ausreichen. Wenn ihr ein bisschen mehr Kühlleistung wollt, nehmt den normalen Purox oder direkt eine Wasserkühlung. Aber für dieses System reicht es, wie gesagt, erstmal aus. Kostet 19,85 €, packen wir auch so in den Warenkorb. Ist zumindest schon mal gut, dass wir nicht den Stocklüfter nehmen, wobei der Stocklüfter eigentlich auch ganz okay ist, aber der BeQuiet ist ein
Ticken besser. Dazu Windows 10 Pro, ja gut, das kennt ihr ja schon. Kostet 29,88 €. Packen wir auch so in den Warenkorb. Ihr kriegt die Keys auch für einen Fünfer bei eBay. Macht euch dann so einen USB-Stick fertig installiert. So, weil einen Datenträger habt ihr sowieso nicht mit dabei. Aber wir gehen jetzt ganz normal von den Preisen bei Geizhals aus. Ja, Garantie und Support. Da haben wir tatsächlich 36 Monate Garantie, was schön ist, weil normalerweise sind so 2 Jahre angepeilt, 3 Jahre ist gut. Davon aber nur 6 Monate Pickup und Return. Das heißt, die kommen zu euch nach Hause, holen das Ding ab und wenn es repariert ist, bringen sie es wieder zurück. Andersrum wäre es so, ihr müsst es dann zur Post bringen und ich weiß nicht, wie die Wartezeiten sind. Einige schreiben in den Kommentaren 2 Wochen, dann gibt es wieder 6 Wochen. Ich habe schon Fälle erlebt, wo es 3 Monate gedauert hat und dann steht ihr ohne System da. Ist immer ein bisschen schade, aber immerhin, die Garantie ist da. Und soweit wäre das System auch schon fertig. Wir haben jetzt einen Gesamtpreis von 1719,76 € und das System soll kosten 1499,90 €. Da seht ihr schon, der Preis dafür, dass es fertig zusammengebaut zu euch nach Hause kommt und ihr nichts mehr installieren müsst, ist das echt in Ordnung. Und das System hat auch genug Leistung. Ich mache jetzt keinen FPS-Test, kann ich jetzt gerade sowieso nicht machen. Ich kann euch nur aus meiner Erfahrung etwas erzählen. Ich habe dieselbe Grafikkarte, allerdings einen anderen Prozessor, den 5800, und ich mache in Overwatch zum Beispiel 300 FPS. Fortnite ist nicht anspruchsvoll genug dafür, Counter-Strike auch nicht, also das rotzt ihr locker dahin mit 500 FPS, das gibt es tatsächlich, bei Counter-Strike ist das der Fall. AAA-Titel sollten sie mit mindestens 60 FPS laufen, also Watch Dogs Legion zum Beispiel und Far Cry 5, die laufen auch super bei mir. Und an und für sich könnt ihr mit dem System so nichts falsch machen. Jetzt haben wir aber noch ein paar Feinheiten, ich sag ja, wir müssen noch ein bisschen was an Bord ändern und wenn es nach mir geht, natürlich auch am RAM. Da hätten wir als Board zum Beispiel das Asus ROG Strix B550-F Gaming für einen Aufpreis von 84,90 €. Das benutzen wir hier im Haushalt auch. Es gab ein kleines Problemchen mit einem Netzwerkkabel, da haben wir dann eine externe Karte für genommen. Das betrifft euch aber nur, wenn ihr viel uploadet. Da kann es beim Stream, ist vielleicht auch nur bei uns der Fall gewesen, zu kleinen Unterbrechungen kommen, was natürlich ärgerlich ist. Aber so eine Netzwerkkarte kostet 12 €. Ansonsten ist das Board top. Viele Erweiterungsmöglichkeiten, ihr könnt mehrere M2-Festplatten reinstecken, viele PCI-Express-Erweiterungen. Ich würde es euch echt ans Herz legen, dieses Board zu nehmen. Es ist auch schön groß, es hat noch Beleuchtung mit dabei, stehen ja auch viele von euch drauf. Und als RAM würde ich die G-Skill Ripjaw 5-Serie nehmen, mit 3600 MHz für 78,90 € Aufpreis. Da habt ihr zumindest keine Aegis. Ich habe nichts gegen G-Skill, es geht mir nur um den Aegis. Zweimal gekauft, zweimal schlechte Erfahrungen mitgemacht, nehmt die Ripjaws, könnt ihr nichts mit falsch machen. Da kommt ihr dann bei Agando auf einen Gesamtpreis von 1663,70 €. Und ich denke, für diesen Preis habt ihr echt ein gutes System. Und wenn ihr hinterher noch mehr Festplattenspeicher braucht oder mehr RAM, könnt ihr immer noch gut erweitern. Ihr habt viele Slots frei, was ich ja eben schon gesagt habe. Das wäre jetzt meine persönliche Empfehlung. Und wenn ihr das so macht, dann seid bitte schnell, weil, wie gesagt, es ist ein Angebotspreis. Wenn der jetzt nicht im Angebot wäre, wäre der Preis angemessen. So ist er 200 € günstiger. Ich würde es an eurer Stelle wirklich machen. Wenn ihr nicht diese Medions haben wollt, was die Kühllösung angeht. Ich habe ja viele Kommentare bekommen, dass die Kühlung nicht so toll sein soll bei dem und dementsprechend warne ich euch schon mal vor. Ihr könnt die Medions kaufen. Wenn es Probleme gibt, kauft eine Wasserkühlung oder eben einen dickeren Kühler, was auch immer, oder bessere Gehäuselüfter. Bei einer Wasserkühlung seid ihr so bei 60-70 € mit dabei, dann ist das Problem auch schon gelöst. Oder ihr nehmt eben diesen PC, da sollte es keine Probleme geben. Ich kann natürlich jetzt nur von den technischen Daten ausgehen. Ich habe das Gehäuse noch nie bei mir zu Hause gehabt, deswegen kann ich euch auch nicht sagen, wie die Kühlung ist. Aber wenn vorne 3 Lüfter und hinten einer verbaut ist, dann habt ihr eigentlich gut Durchzug in dem System und da sollte eigentlich nichts passieren. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und schreibt mir wirklich mal in die Kommentare, ob euch das jetzt so besser gefallen hat oder ob wir vielleicht wieder auf die alte Schiene gehen sollen. Das hier ist natürlich mehr Arbeit für mich, aber ist auch ein ganzes Ticken moderner. Vielleicht gefällt euch das ja wirklich besser und dann werden wir das in Zukunft so beibehalten. Vielen Dank fürs Zuschauen, auf Wiedersehen und ciao, ciao.